Zum Abschluss des Accotec Weltcup der Naturbahnrodler in Umhausen in Tirol gab es als Night Race die Rennen im Einsitzer der Damen und der Herren. Bei den Damen gab es eine Hundertstelentscheidung. Die Russin Jekaterina Lavrentieva, nach den Trainingsleistungen als Favoritin ins Rennen gegangen, lieferte sich mit der Weltmeisterin Renate Gierdl aus Italien ein packendes Duell. Am Ende waren es ganze 10 Hundertstel zugunsten der russischen Spitzenathletin. Der dritte Rang ging an die Österreicherin Melanie Bartkowski. Im Rennen der Herren setzten die Österreicher vor allem auf den Heimvorteil für Vize-Weltmeister Thomas Kammerlander. Aus seiner Heimbahn reichte es am Ende für Platz 3. Kammerlander war aber gehandicapt ins Rennen gegangen, hatte er doch einige Blessuren von seinem Sturz am Mittag im Doppelsitzerrennen. Den Sieg machten sich die Italiener untereinander aus. Weltmeister Patrick Pignatter präsentierte sich in Umhausen eine Woche vor den Europameisterschaften in Hochform und gewann vor Teamkollege Hannes Klarer. Patrick Pignatter, erster Saisonsieg im Einsitzer ist es geworden, im Doppel gewonnen, jetzt im Einsitzer. Ganz tolle Sachen. Ja, super Tag heute. Ich habe nicht gedacht, dass ich so stark bin im Einsitzer. So 6 Zehntel Vorsprung. Ist wirklich super gegangen heute, besonders im ersten Lauf. Und ja, jetzt kommen wir dann nach Südtirol, 10 Zerbonen. Da bin ich schon fest trainiert und da fühle ich mich auch ganz gut und hoffe, dass es so weitergeht.